Ja. Na, du. Guten Morgen. Du glaubst wohl immer, dass du als erstes dran bist, ha? Warum machst du nicht mal Kaffee? Na gut, also komm. Hier. Großer Meister. Hier. Morgen erstmal. Ich schreibe doch heute meine Englischarbeit. Oh, das habe ich total vergessen. War ja klar. Hey. Bringst du mich denn nachher zur Schule? Hatte ich eh vor. Willst du ein Croissant? Nee. Unser Trainer hat gesagt, ich soll morgens Müsli essen mit viel Milch und Trockenfrüchten drin. Das wäre gut für den Muskelaufbau. Findest du es nicht doof, Muskeln zu haben? Ich meine, du bist immerhin ein Mädchen. Oh, Papa, nicht schon wieder. Ich interessiere mich nun mal nicht für Ballett. Du hast echt keine Ahnung. Frauenfußball ist total in. Alisas Mutter findet es super, dass Alisa spielt. Und Mama... Mama fand das auch toll. Aber... Ich weiß, dass das nicht leicht für dich ist. Mir fehlt sie auch. Warum müssen die Menschen dann sterben, Papa? Weißt du, in der Natur ist alles ein Werden und Vergehen. Stell dir vor, ein Samenkorn. Es keimt, dann wird eine Blume draus, die blüht und irgendwann verwelkt sie. Und so ist es mit allen Dingen im Leben, weißt du? Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Mama hatte eigentlich gar keine richtige Mitte. Eigentlich hatte sie nur einen Anfang und ein Ende, oder Papa? Sie hatte schon eine Mitte, aber die war eben viel kürzer als bei anderen Menschen. Trotzdem ist es irgendwie ungerecht. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Sehen Sie nur, der Blutfuß. Das ist nicht wahr. Rashida? Rashida! Oh mein Gott. Sie sind der neue Mieter, oder? Ja. Labrea, das ist meine Tochter Jenny. Hallo, Jenny. Hallo. Der Concierge hat mir gesagt, dass Sie eingezogen sind. Céline Charpentier. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ist schon richtig so. Haben Sie sich eingelebt?
Ja, wir müssen noch ein paar Umzugskartons auspacken, aber ansonsten... Ja, ich war am Meer. Ich brauchte meine Auszeit von Paris. Bin gestern Abend zurückgekommen. Ich dachte immer, Künstler schlafen bis mittags. Ja, klar. Wir sind auch total schlampig und rauchen und trinken. Das nennt man ein Klischee, Monsieur le Commissaire. Sie sind ganz anders. Ja, ich bin zum Beispiel Frühaufsteherin. Papa, kommst du? Ich komme sonst zu spät zur Schule. Ja, schon unterwegs. Ja, sie hat mich fest im Griff. Aha, alles andere hätte mich auch gewundert. Schönen Tag. Ebenso. Monsieur Labria, haben Sie einen kleinen Moment für mich? Monsieur? Hallo, guten Morgen. Gibt es was Neues über den Blutfußmörder? Ich meine, das ganze Viertel ist ja außer sich. Aber Sie wissen, ich darf nicht darüber sprechen. Ja, ja. Haben Sie schon Nachforschungen über diesen Metzger angestellt, von dem ich Ihnen gestern erzählt habe? Einer meiner Mitarbeiter kümmert sich darum. Ja, mir ist dann nämlich noch etwas eingefallen. Er hat damals seine Freundin ständig mit dem Messer bedroht. Und er hat ein auffälliges Muttermal auf der rechten... Nein. Auf der linken Wange. Verstehe, ja. Aber ich denke, er ist vor 5 Jahren weggezogen. Das ist ja der Trick, dass man ihn nicht verdächtigt. Also ich würde ihn vernehmen, um die ganze Sache auf den Kopf zu sagen. Der Überraschungseffekt, Sie verstehen. Mhm. Danke für den Tipp. Bitte sehr. Papa, dein Handy. Entschuldigung, ich habe wirklich vergessen, es auf laut zu stellen. Das sollte einem Polizisten nicht passieren. Ja? Claudine? Aha. Was? Wo? Das darf doch nicht wahr sein. Wann ist das passiert? Ja, und wieso sagst du mir das erst jetzt? Nein, ich komme zu Fuß, ich bin ganz in der Nähe. Ist Jean-Marc schon da? Okay. Was ist mit dem Ermittlungsrichter? Gut, verstehe. Ja, bis gleich. Ja. Schatz, ich muss zum Tatort. Du kommst doch alleine klar. Ich bin ja kein Baby mehr. Aber du holst mich trotzdem heute ab, oder? Versprochen. Lassen Sie mich durch. Der dritte Mord in einer Woche. 3 Frauenleichen in einem Stadtviertel. Was für ein Albtraum. Haben Sie endlich eine heiße Spur? Kein Kommentar. Kein Kommentar? Sie sind Leiter der Ermittlungen. Bitte lassen Sie mich durch. Es wird eine Pressekonferenz geben. Über die Unfähigkeit der Polizei? Sollten Sie nicht zurücktreten, wo Sie noch immer keine Ergebnisse haben? Mann. Es darf doch nicht wahr sein. Hier ist bei Eltern. Erstmal Elchen und Kids Nummer. Okay. Morgen, Chef. Bonjour, Claudine. Exakt die gleiche Nummer. Keine Spur eines Einbruchs, keine Tatwaffe und... Der Blutfuß. Hing an der Wohnungstür wie bei den anderen beiden. Hm. Wer hat sie gefunden? Eine Frau aus dem 3. Stock. Sie hat sofort an Mord gedacht und ihren Nachbarn wach geklingelt. Er ist dann rein und hat sie da gefunden. Was wissen wir über das Opfer? Rachida Dembele, 26 Jahre. Sie stammte aus Algerien, lebte allein und hat in einem Restaurant in der Küche gearbeitet. Wo? In der Rue Saint-Nicolas, Bistro Oriental. Hm. Bonjour. Hat jemand im Haus was gehört oder gesehen? Nein, aber Jean-Marc befragt die anderen Nachbarn. Ich kann dir nichts bieten, was du nicht schon kennst, Maurice. Dieselbe Vorgehensweise wie bei den beiden anderen. Arme und Beine gefesselt ans Bett. Mehrere Messerstiche in Brust und Unterkörper. Vermutlich von einem Stilett, wie bei Nummer 1 und 2. Ob sie auch vergewaltigt wurde, das kann ich erst nach der Autopsie sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Todeszeitpunkt? Grob geschätzt zwischen 0 und 3 Uhr letzte Nacht. Wann weiß ich mehr? Ja, frühestens heute Nachmittag. Auch wenn es dir noch so sehr unter den Nägeln brennt, geht nicht eher. Sag mal, wie geht's denn, Jenny? Besser. Danke. Grüß dich. Ich schaff das schon. Die Spurensicherung soll sich ranhalten. Morgen, Chef. Niemand hat in der Nacht was gehört. Aber ich konnte viele noch nicht erreichen. Die meisten arbeiten tagsüber. Dieser Dreckskerl führt uns regelrecht vor. Die
Presse wird uns in der Luft zerreißen. Blutfußmörder schlägt ein drittes Mal zu und die Polizei ist hilflos. Oder wie findet ihr das? Bastilleviertel in Todesangst, Polizei versagt. Chef, der Typ imitiert den bekanntesten Serienmörder Frankreichs bis aufs kleinste Detail. Der Blutfuß, die Handfesseln, die Vergewaltigung, das Stilett. Wir müssen uns die Akten von Jean Martinez noch mal angucken. Da muss es irgendwas geben, was wir übersehen haben in der ganzen Hektik. Jean Martinez hat 4 Frauen umgebracht. Ja, das weiß ich auch. Aber unser Freund hier wird irgendeinen Fehler gemacht haben und den werden wir rausfinden. Das Problem ist nur, wir haben keine Zeit. Also, Jean-Marc, ich nehme deinen Vorschlag an. Der Profiler soll sich nochmal die Jean-Martinez-Akten vornehmen. Und Claudine, du kümmerst dich nochmal um die Spurensicherung. Bleib ihnen auf den Fersen, mach ihn Beine, wir brauchen Informationen. Da ist der Ermittlungsrichter. Wer hat sie aufstehen lassen? Die hat ja auch Haare auf den Zähnen, die Alte. Die junge Dame lässt nicht locker. Dabei kennt sie mich. Als ob ich jemals vor der ersten offiziellen Pressekonferenz was gesagt hätte. Morgen. Morgen. Guten Morgen, Herr Ermittlungsrichter. Eines muss man Ihnen lassen, Leutnant. Sie haben einen kühnen Geschmack. Sie scheinen ja völlig unerschrocken zu sein. In jeder Hinsicht, ja. Nehmen wir an, wieder das gleiche Szenario. Wenn ich nicht wüsste, dass Jean Martinez seit 5 Jahren im Hochsicherheitstrakt sitzt, würde ich sagen, er ist zurückgekehrt. Diesmal irgendein Anhaltspunkt. Bisher leider nicht, Monsieur. Mein Gott, es muss doch mal irgendjemand was gesehen haben. Wir werden doch die Hausbewohner und sämtliche Nachbarn vernehmen, aber... Ich glaube nicht, dass es uns weiterbringt. Ehrlich gesagt, nein. Absoluter Irrsinn. Der ganze Polizeiapparat steht da wie ein Haufen Dilettanten. Das Schlimmste ist, wir haben nichts in der Hand, um einen weiteren Mord zu verhindern. Labrea, Sie wissen, ich schätze Sie. Ich verlasse mich auf Sie. Können Sie mir jetzt den Tatort zeigen? Bitte. Wo ist der Wagen? Die arme Rashida. Wer arbeitet denn sonst noch hier? Der Koch, Ali. Die Küche ist da vorn. Gehen Sie ruhig zu ihm hin, wenn Sie ihn sprechen wollen. Gingen Sie alleine weg? Warum? Hat sie jemand abgeholt? Sie ging immer allein nach Haus. Soweit ich das sagen kann. Sie war erst kurz hier in Paris. Sie kannte hier wohl kaum jemanden. Verstehe. Wann ist sie denn nach Hause gegangen? Wie immer um 12. Sie nahm die Metro, wie jeden Tag. Oh mein Gott, wie schrecklich. Hatte sie einen Freund? Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls hat sie nie mit jemandem darüber geredet. Danke. Das war's erstmal. Dieser Ali war in der Nacht des Mordes noch auf der Geburtstagsfeier seines Cousins. Angeblich ihm das Fest bis zum Morgengrauen. Wir überprüfen aber das Alibi noch. Klar, Chef. Lass uns ins Büro fahren.
Talkrunde. In 5 Minuten Talkrunde. Unser erstes Mordopfer. Marie Usban, 23 Jahre alt, Toilettenfreund der Garde Nord, ursprünglich aus Ruanda. Unser zweites Mordopfer, Annabelle Villaron aus Lyon, Studentin der Medizin, beide Eltern Ärzte. Unser drittes Opfer, Rachida Dembélé, Küchenhilfe 25, das Mordopfer von letzter Nacht. Alle lebten alleine und was das Aussehen angeht, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Soweit wir wissen, gibt es keine Verbindung. Sie kannten sich nicht und hatten auch keinen gemeinsamen Freundes- oder Bekanntenkreis. Bei Friseuren, Fitnessclubs und so weiter bin ich dran, aber das dauert noch. Auch beim beruflichen Umfeld drei Frauen sind wir noch nicht weiter. Toilettenfrau, Studentin, Küchenhilfe. Also bis jetzt haben wir gar keinen Ansatzpunkt. Fingerabdrücke des Täters konnten in keinem der drei Tatorte sichergestellt werden. Allerdings hinterlässt er jedes Mal diesen Blutfuß und haufenweise Spermaspuren, die wir allerdings bis jetzt nicht zuordnen können. Weil er als Sexualtäter nicht vorbestraft ist. Sämtliche Computervergleiche bestätigen das. Wie weit ist der Profiler mit seiner Täteranalyse? Er ist noch nicht fertig. Okay, du bleibst auf jeden Fall dran. Jean-Marc, was ist mit der Tatwaffe? Butterfly-Messer und Stiletts kann man in zig Geschäften kaufen und auch im Internet besorgen. Also wenn er das Messer nicht vor kurzer Zeit gekauft hat, dann wird das noch eine Weile dauern. Okay, Herrschaften, mir ist da was aufgefallen. Hier ist unser erster Tatort, Marie Usban. Mordopfer Nummer 2, hier. Und Mordopfer Nummer 3, hier. Laut Zeugenaussagen haben die Frauen nach Dienstschluss jeweils die Metro genommen. Das heißt, die für alle naheliegendste Station ist hier. Du meinst, alle drei Opfer hatten denselben Nachhauseweg? Jedenfalls bis zu diesem Punkt. Irgendwo zwischen hier und dort hat der Mörder auf sie gewartet und hat sie dann nach Hause begleitet. Wie es scheint, kopiert der Jean Martinez. Jean Martinez und seine 4 Opfer. Glauben Sie etwa das? Ja. Dieser Blutfuß dient meiner Meinung nach lediglich dazu, uns und der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass es 4 Morde geben wird. 4 Morde, Herrschaften, angekündigt und im selben Viertel durchgeführt, ohne dass die Polizei was dagegen tun kann. Ich frage euch, will er sich über uns lustig machen? Oder versucht er zu beweisen, dass er unschlagbar ist und Jean Martinez übertrumpfen kann? Das heißt, der 4. Tatort wird auch in der Bastille sein. Es wird keinen 4. Tatort geben. Ich werde Thibon veranlassen, dass er die Wachen und die Streifen verdoppeln lässt. Das Bastilleviertel ist riesengroß. Alle Straßen, Gassen und Hinterhöfe zu überwachen. Also, entschuldige, Chef, aber das ist unmöglich. Ich weiß, dass es unmöglich ist, Jean-Marc. Ich weiß. Deswegen werden wir uns auf den Nachhauseweg der 3 Opfer konzentrieren. Wir werden eine Lockvogelaktion durchführen, bei der eine unserer weiblichen Kollegen undercover hier quasi auf dem Nachhauseweg sein wird, während wir in den Überwachungswagen Wache schieben. Und wer soll diesen Lockvogel spielen? Ich mach das. Bist du sicher, Claudine? Ja. Gut. Ich will, dass ihr einen Einsatzplan ausarbeitet. Ich werde inzwischen zum Ermittlungsrichter gehen. Wir sehen uns später. Zum Stirn. Bin zum Essen verabredet. Monsieur Labrea, Herr Ermittlungsrichter. Danke, Mademoiselle Martin. Ich komme, Labrea. Monsieur, Sie werden immer besser. Für mich das beste Antistressmittel. Man konzentriert sich auf die Melodie, die Bogenführung, die Finger. Der Kopf kommt zur Ruhe und die Gedanken werden wieder frei. Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir unser Programm und schalten zu unserer Reporterin live ins Bastille. In der Rue de Lappe in unmittelbarer Nähe der Tatorte, an denen letzte Woche 2 Frauen bestialisch vergewaltigt und ermordet wurden, hat der Mörder letzte Nacht erneut zugeschlagen. Der leitende Ermittler, der Polizeikommissar Labrea, war zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Aussage bereit. Der blutige Fußabdruck, seinerzeit Markenzeichen des berüchtigten Serienkillers Jean Martinez, war auch diesmal wieder der Hinweis auf das Opfer. Alles weist also auf einen Nachahmungstäter hin. Ich gebe zurück ins Studio. Ist Ihre Mitarbeiterin wirklich einverstanden, heute Nacht in dem Viertel ihre Runden zu drehen? Ja, ist sie. Ist nicht ohne Risiko. Ich weiß, aber Claudine Milot hat Nahkampfausbildung und sie besitzt den schwarzen Gürtel.
Verzeihung, Monsieur, das ist meine Tochter. Hallo? Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Bist du in der Schulkantine? Nudeln? Ja, das ist doch lecker. Eiweiß? Ah, okay. Ja, dann gehen wir zu Bruno und essen Fisch. Wie war denn die englische Arbeit? Hallo? Wie verkraftet Ihre Tochter das eigentlich alles? Meine, den Tod Ihrer Frau. Es ist schwierig, Monsieur. Wenn ein Kind seine Mutter verliert und dann unter solch schrecklichen Umständen. Das ist gerade mal ein Jahr her. Also, was Ihre geplante nächtliche Aktion betrifft. Angesichts der Tatsache, dass wir nichts in Händen haben, keine verwertbare DNS, keine Fingerabdrücke, keine Zeugenaussagen, gebe ich meine Einverständnis. Aber der Schöngeist, pardon, meine natürlich Monsieur Thibon, als Ihr direkter Vorgesetzter, müsste es auch absegnen. Das wird schwierig, Monsieur. Ich könnte Ihnen da schon einen Vorschlag machen. Idiot, steht er da auf meinem Platz? Haben Sie keine Augen im Kopf, Gardien? Entschuldigung, Monsieur Thibon. Ja, lassen Sie den Wagen entfernen und stellen Sie meinen dahin, wie sich's gehört. Bonjour, Monsieur. Herr Brea. Sie kommen mir gerade recht. Der Innenminister hat mich angerufen, der Oberbürgermeister, der Polizeipräfekt macht mir die Hölle heiß. So was habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt. Ich habe einige Vorschläge, Monsieur. So? Da bin ich aber gespannt. Ja, die Streifen an der Bastille zu verdoppeln, das hatte ich auch schon vor. Aber was ist mit diesem Lockvogel? Ja, es ist mehr so eine Observierungsaktion, Monsieur der Direktor. Was versprechen Sie sich davon, Labrea? Dass der Zufall Ihnen den Kerl direkt in die Arme treibt? Wie sagt Voltaire so schön, Zufall ist ein Wort ohne Sinn. Und ebenso sinnlos erscheint mir Ihr Vorschlag. War ja auch nur eine Idee. Couperin ist auch dagegen. Was? Couperin ist dagegen? Ah ja? Das sieht ihm ähnlich, diesem Hobby-Cellisten. Ja, der vertut nur Blasen, keine Ahnung. Ist ja grundsätzlich gegen jede neue Idee, besonders wenn sie aus meiner Abteilung kommt. Also gut, Labrea. Meinen Segen haben Sie. Und das ist das Entscheidende. Ich habe nicht genug Fahrzeuge. Ja, dann fordern Sie ihn welche an. Wo ist das Problem? Muss ich Ihnen denn alles sagen, Labrea? Bonjour, Monsieur le Directeur. Lagarde, wie sehen Sie denn wieder aus? Schon in der Bibel steht geschrieben, haltet Maß in allen Dingen. Sie verstehen, was ich meine? Ich könnte es mir eventuell denken, ja. Das will ich hoffen, Leutnant. Sie sind ja schließlich bei der Mordkommission. Nicht DJ in irgendeiner Disco. Keine anderen Abteilung können Sie sich so einen Aufzug erlauben. Thibon, Monsieur le Préfet. Der Schöngeist hat die Aktion genehmigt. Wie hast du das denn geschafft? Ich bin eine Stunde weg, ja? Ja, klar. Gib mir einen Kuss von mir. Pathologiebüro Dr. Foucault, was kann ich für Sie tun? Ja, Labrea hier. Ich würde gerne mit Dr. Foucault sprechen. Es tut mir leid, sie ist momentan nicht da, aber über Handy zu erreichen. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Ja, bitte? Ja, Brigitte, Maurice hier. Na, was sagt die Autopsie? Genauso vergewaltigt wie die anderen beiden. Die Anstiche, die sind mit ziemlicher Sicherheit mit demselben Stilett ausgeführt worden. Spermaproben sind bereits im Labor. Bis heute Abend kann ich dir mit wahrscheinlichster Sicherheit sagen, ob es sich um denselben Täter handelt. Verstehe. Das war's dann, ja? Warum denn so pessimistisch, Maurice? Unser Freund ist doch nicht ganz so perfekt. Na, jetzt spann mir nicht so auf die Folter. Ich habe unter vier Fingernägeln Ihrer rechten Hand Hautfetzen gefunden. Also er hat mit ziemlicher Sicherheit irgendwo Kratzspuren im Hals oder im Gesicht. Na, das ist doch was. Ich schuld dir eine Flasche Rotwein. Bleiben. Na weiter.
konzentriert euch auf den Ball. Weiter, na los. Na los, komm. Okay, gut so. Alissa, komm mal zu mir. Ein kleiner Tipp. Sieh dem Schützen nie in die Augen. Schau nur auf den Ball. Das mache ich doch. Aber ohne meine Brille sehe ich nicht so richtig. Hey, du brauchst Kontaktlinsen, ja? Ein halbblinder Torhüter ist wie ein Stürmer mit nur einem Fuß. Hallo Jenny. Hallo Monsieur. Madame, ich hoffe, er hat sich anständig benommen. Wir haben Spaß mit ihm. Und ich glaube, er auch mit uns. Seid ihr schon fertig mit dem Training? Ja, es war aber heute doof. Ich brauche Kontaktlinsen, hat der Trainer gesagt. Wieso das denn? Mit Brille darf ich nicht spielen und ohne sehe ich den Ball einfach nicht. Oh, Schatz. Unsere Töchter haben sich ein nettes Hobby ausgesucht, was? Erst Kraftmüsli statt Croissant, jetzt Kontaktlinsen. Bin gespannt, was sich der Trainer als nächstes einfallen lässt. Ach, was soll's. Die Mädchen haben ihre Freude daran. Und das ist auch die Hauptsache. Madame, der Salat. Sofort. Entschuldigung. Nein, danke. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Aber ich wollte Sie fragen, ob Jenny heute Nacht bei Ihnen schlafen kann. Es kann sehr spät werden bei mir. Aber natürlich. Ja, ja. Vielen Dank. Sie sind eine große Hilfe. Gerne. Ich habe es vorhin in den Nachrichten gehört. Ist das ein und derselbe Kerl? Ja. Leider vermuten wir das. Also, vielen Dank. Bis morgen. Mhm. Salut, Jenny. Tschüss, Papa. Bis morgen. Ah, Monsieur Labrea. Haben Sie mal einen Moment? Nein, ich hab's wirklich ganz eilig. Ja, ich wollte Sie auch nur fragen, ob Sie ihn schon haben. Ich meine den Metzger, den mit dem Muttermann. Nein, Monsieur Hugo, aber wir arbeiten daran. Sie, ja, dann ließe sich nämlich noch so... Ja. Hallo. Hallo. So früh schon zu Hause? Nein, ich muss mich umziehen, aber... Haben Sie Lust, einen Kaffee zu trinken? Ich möchte gerne Pause machen. Gern. Ihre Bilder gefallen mir. Freut mich, dass Sie das sagen. Ja. Sind Sie aus einer Künstlerfamilie? Nein, überhaupt nicht. Ich komme aus dem Burgund, wir sind Weinbauern. Ach. In siebter Generation. Ich bin das schwarze Schaf der Familie. Die Einzige, die das Dorf verlassen hat. Dass ich nach Paris gegangen bin, um Künstlerin zu werden, ist für meine Eltern etwa so, als würde ich im Moulin Rouge als Tänzerin arbeiten. Und Sie sind ganz alleine mit Ihrer Tochter hier eingezogen? Ist es indiskret, wenn ich Sie frage, ob Sie geschieden sind? Nein. Ich bin Witwer. Das tut mir leid. Wir sind ursprünglich aus Marseille. Meine Frau war Ärztin. Nach einer Nachtschicht ist sie von der Hafenklinik zu Fuß nach Hause gegangen und ich habe sie dann vor der Wohnungstür gefunden. Erstochen für ein paar Euro. Von dem Mörder bis heute keine Spur. Das ist ja eine schreckliche Geschichte. Für Jenny war es besonders schlimm. Sie hat sich tagelang in ihrem Zimmer eingesperrt und wollte mit keiner Menschenseele reden. Irgendwann kam die Schwester meiner Frau zu uns für ein paar Wochen und... Aber wirklich, zur Normalität hat sie nicht zurückgefunden. Es geht ihr besser, seit wir hier wohnen, aber... Das ist eine gute Entscheidung, nach Paris zu ziehen. Ja. Ja. Entschuldigung, ich belästige Sie hier mit meinen Problemen. Nein, überhaupt nicht. Vielen Dank für den Kaffee. Gerne. Thank you.
Passagierstrecke 1. Okay, wir können dich hören und sehen. Das hoffe ich doch. Hallo, Claudinchen. Du siehst ja heute richtig süß aus. Also, wenn ich nicht schon vergeben wäre, dann... Halt die Klappe, Jean-Marc. Mir ist nicht nach Witzen. Entschuldigung. Also, wenn es dich beruhigt... Keine Menschenseele in deiner Nähe. Wenn der Typ überhaupt eine Menschenseele ist... Okay, Claudine, nichts zu sehen. Hallo. Na, wieso seid ihr denn noch nicht im Bett? Champions League. Aha, wer spielt denn? Aber ist es jetzt nicht schon bald vorbei? Aha. Na gut, aber nicht, dass ihr morgen zu müde seid für die Schule. Ja. Also, ihr beiden Schlawiner. Gute Nacht. Sieht Ihr Sohn die Champions League? Ja, das ist meine Tochter. Ist 11 und spielt selber. Leider. Warum leider? Ich spiele auch. Bei der Polizeimannschaft. Ich spiele rechts außen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine Frauenmannschaft bei der Polizei gibt. Aber ja, wurde auch Zeit. Pass auf, vor dir. Lass mich in Ruhe. Verdammt, sieh dir das an. Chef, sollen wir eingreifen? Was ist los, Claudine? Ziemlich heftig. Was kann der sein? Was da einfallen? Claudine, wir sehen dich jetzt nicht. Das ist zu gefährlich. Das ist mir schon klar. Du wartest, bis wir da sind. Wo bist du? Rue Charlotte. Okay, wir übernehmen. Los, fahr! Jetzt komm schon! Komm doch! Du kannst doch... Stehen bleiben! Bitte! Was ist los? Was soll denn der Scheiß? Los, an die Wand. Zwei auseinander. Kennen Sie den Mann? Ja, ist mein Mann. Was? Bedroht er Sie? Ich will Sie nur nach Hause holen, sonst läuft sie wieder die ganze Nacht durch. Verstehen Sie? Es tut mir leid. Scheiße. Mensch, kümmert euch lieber um den Schnitzer, der hier das Viertel unsicher macht. Schon gut, schönen Abend. Entschuldigen Sie. Was ist los, Chef? Ist alles okay, Chef? Chef! Hörst du mich? Fehlanzeige, Jean-Marc. Auf ein neues. Oh, Mann. Da kommt eine Frau aus der Metro. Sie geht in unsere Gasse. Wir haben die Frau schon auf dem Monitor. Bis jetzt nichts Auffälliges. Claudine? Claudine ist gleich bei ihr. Die Frau kommt jetzt bei uns vorbei. Ich kann sie schon sehen. Folgen, Claudine. Mach ich. Ich bin gleich bei ihr. Begleite sie nach Hause und denk dran, keiner von uns kann dich jetzt sehen. Hallo,
Madame. Ich bin von der Polizei. Wir überwachen gerade die Gegend hier. Oh, wegen des Mörders? Ja, genau. Aber keine Angst, ich bringe Sie bis vor Ihre Haustür. Danke. Wo wohnen Sie? Gleich da. Vielen Dank, Madame. Das war sehr nett von Ihnen. Gern geschehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Chef, sie ist jetzt sicher zu Hause. Hallo, Claudine. Wir haben dich wieder auf dem Bildschirm. Hast du uns vermisst? Punktdisziplin, wenn ich bitten darf. Ich drehe jetzt die nächste Tour, okay? Okay. In einer Stunde wird's hell. Kaffee. Danke. Claudine, dreh noch eine Runde und dann machen wir Schluss, ja? Wo bist du denn grad? In der Rue Charonne. Du siehst ein bisschen müde aus. Mir tun ja auch die Füße weh. Weißt du, wann ich das letzte Mal aus solchen Hacken gelaufen bin? Mit 18. Da kniet ein Typ auf der Straße. Hab ihn nicht gesehen. Ist er mit irgendwas ein, hat wohl was verloren. Ja und? Wartet mal. Claudine, lass das. Hallo? Komm zurück. Claudine! Hallo? Hallo? Ja. Entschuldigung, Monsieur. Claudine! Claudine, was ist los? Wo bist du? Was los? An alle Zielpersonen ist in der Rue Saint-Louis. Zielpersonen sind in der Rue Saint-Louis. Hat Claudine angegriffen. Hier, Moment da! Hier, Patricia, ich bin du. Ja. Hast du ihn gesehen? Wo ist er hingelaufen? Ist er auf Balkon. Los, komm. Hey, bleib ganz ruhig. Weg. Verdammt! Los, komm. Hier lag unterm Balkon. Wahrscheinlich seine. Sein Schlüssel, ja. Muss sofort zur Spurensicherung. Willst du durchkommen? Kann ich nicht sagen. Sie muss in den OP. Das ist eine Katastrophe. Ich bin so ein Idiot. Wo haben wir denn nicht gesehen? Beide Enden der Straße hatten wir auf dem Monitor. Ja, aber eben nicht die Straße, verdammt! Aber er wohnt auf keinen Fall hier. Er muss auf Sie gewartet haben, bevor wir in Stellung gegangen sind. Auf wen soll er denn gewartet haben? Das ist die Frage.
Larvia, was fällt Ihnen denn ein? Mitten in der Nacht. Was? Lebensgefährlich verletzt? Und der Kerl ist Ihnen entwischt. Ja, das sieht ihn ähnlich. Hätte ich mir ja denken können. Ja, dann machen Sie mal auf was gefasst, Labrea. Ich habe gerade im Krankenhaus angerufen. Claudine ist im OP. Und? Sie können noch nichts sagen. Aber Ihr Mann ist gerade auf dem Weg dahin. Hör zu, ich muss jetzt ein bisschen für mich alleine sein. Wir sehen uns in der Klinik. Bonjour, Madame Dalsan. Bonjour, Monsieur Labrea. Ein Kaffee? Sehr gerne. Oh. Hallo, Papa. Oh, guten Morgen, mein Schatz. Du bist viel zu früh, es ist erst um 7. Oh. Komm, lass uns was frühstücken. Mhm. Morgen, Alisa. Oh. Sag mal, ist irgendwas, Papa? Nein, nein. Nur der übliche Ärger bei der Arbeit. Danke. Hör mal, Jenny, ich kann euch beide nachher nicht zur Schule fahren. Ich muss sofort ins Präsidium. Ist das okay? Ist nicht weiter schlimm? Madame Dalsan, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber könnte Jenny heute Nacht noch mal bei Ihnen übernachten? Ich weiß nicht, bei mir wird es sicherlich sehr, sehr spät. Das geht leider nicht. Alice hat heute ihren Vatertag und sie übernachtet bei meinem Ex-Mann. Und ich besuche meine Mutter in Versailles und bleibe auch über Nacht dort. Morgen ist doch mein freier Tag. Ich kann auch allein zu Hause bleiben. Wirklich, Papa. Ich mach's mir mit Obelix gemütlich und zum Abendessen hole ich mir eine Pizza von Bruno. Du Süße, ich bin so froh, dass du schon so selbstständig bist. Und wie ist es in der Schule? Alles gut? Hm? Was macht Fußball? Morgen, Maurice. Ah, bonjour, Céline. Sie sind ja tatsächlich eine Frühaufsteherin. Ja. Und Ihnen geht's nicht gut, was? Könnte besser sein. Ich hab's erst gestern in der Zeitung gelesen, diese Mordgeschichte. Es ist entsetzlich. Und so bei uns in der Nähe. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mit Ihrer Tochter vielleicht? Sie könnten mir tatsächlich helfen. Ja, gerne. Würden Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Ja, Sie können mich jederzeit anrufen. Ich kann mir meine Zeit hier einteilen. Ich kann Jenny auch mal von der Schule abholen. Danke. Sie sind mir eine große Hilfe. Gut. Ich muss leider weiter. Mhm, klar. Ich melde mich. Ja? Was? Oh Gott, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Okay, ich komme. Monsieur Labrea, was ich noch sag. Selbe Szenario wie bei den drei anderen. Das ist die Frau, die Claudine heute Nacht bis zur Haustür gebracht hat. Sicher. 100 pro. Das heißt, wir haben sie dem Kerl quasi auf dem Silbertablett serviert. Todeszeitpunkt zwischen 3 und 4 Uhr letzte Nacht. Um 2:30 ist sie nach Hause gekommen. So gegen 4 Uhr hat der Kerl Claudine attackiert. Das bedeutet, dass er sich stundenlang gequält hat. Wie die anderen auch.
Wie heißt die Frau? Suzanne Forestier, 27 Jahre alt. Sie arbeitet in einem Hotel in der Rue Rivoli. Wer hat sie gefunden? Der Gasmann wollte morgen den Zähler ablesen. Dann fand er den Blutfuß und danach das Übliche. Er klingelt, niemand macht auf, er verständigt den Hauswirt. Ich rufe dich an, sobald ich fertig bin, Maurice. Danke. Wir haben wirklich mit allem gerechnet. Nur nicht, dass er vor uns hier ist. Irgendwann, bevor wir gekommen sind, muss er sich hier versteckt haben. Wahrscheinlich im Hausflur. Und da hat er in aller Ruhe auf sie gewartet. Egal, ist nicht nur schizophren, er ist auch clever. Das heißt aber doch, er muss seine Opfer gekannt haben. Exakt. So muss es gewesen sein. Die Frage ist, was verbindet ihn mit den Frauen? Ist er Vertreter oder verkauft er ihnen irgendwas? Lernt sie damit kennen? Das habe ich bei dem jetzigen Opfern schon gecheckt. Fehlanzeige. Es muss irgendwas Einfaches sein. Wir kommen noch nicht drauf. Vielleicht ist es zu einfach. Ich muss den Schöngeist anrufen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der drauf ist. Ja? La Brea? Monsieur le Directeur, es tut mir leid, dass ich Sie stören muss, aber gestern Nacht ist erneut ein brutaler Mord passiert. Das nenne ich einen Super-GAU, La Brea. Erst wird Ihre Mitarbeiterin lebensgefährlich verletzt und dann geschieht der vierte Mord direkt vor Ihrer Nase. Ich habe jetzt gleich einen Termin beim Polizeipräfekten. Ich möchte nicht wissen, wie der auf all das reagiert. Um Punkt 10 will ich Sie im Büro des Ermittlungsrichters sehen. Weiß er Bescheid? Ja. Na, wenigstens das. Die Schlüssel gehören zum älteren Lieferwagenmodell. Die Kollegen checken gerade im Großraum Paris, welche Privatpersonen oder Firmen diesen Wagen fahren. Okay. Wir fahren im Anschluss gleich in das Hotel, in dem Suzanne Forestier gearbeitet hat. Da ist Couperin. Morgen, Herr Ermittlungsrichter. Morgen. Das hätte ein guter Plan sein können. Es tut mir leid für Sie, La Brea. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Als wüsste er genau, was wir vorhaben. Das hört man von Ihrer Kollegin? Kritisch. Ich bin ganz sicher, dass sie nicht die geringste Schuld trifft. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Sie können mich jederzeit sprechen. Geschichte, ganz schrecklich. Suzanne war für uns eine gute und eine sehr beliebte Mitarbeiterin. Sie war verantwortlich für die ganze Wäsche hier im Hotel. Und nun entschuldigen Sie mich. Vivienne wird Ihnen weitere Fragen beantworten. Sie kannte sie gut. Wir wissen, dass sie gestern kurz vor halb zwei die Metrostation Bastille verlassen hat, um nach Hause zu gehen. Wie lange hat sie denn gearbeitet? Bis circa halb eins. Suzanne hatte wie immer die Spätschicht und dann wollte sie sofort wieder nach Hause fahren. Hallo? Jenny? Machst du weiter? Na? Deine Tochter. Hast du große Pause? Wie, du kommst mittags nach Hause? Was? Na, hör mal, euer Lehrer ist ziemlich oft krank. Nein, natürlich verlasse ich mich auf dich. Kommst du denn noch zurecht? Okay. Also bis dann, mein Schatz. Kennen Sie das private Umfeld von Suzanne Forestier? Haben Sie irgendwelche Sorgen, finanzielle Probleme? Oder irgendwas? Ich weiß von keinem Problem. Kein finanzielles Problem, kein Problem mehr in ihrem Privatleben. Sie war gerade frisch geschieden und ist aus Nantes direkt hierher gezogen, nach Paris. Sie brauchte Abstand, das ist alles. Mehr weiß ich auch nicht. Verdammt! Nichts, gar nichts! Der Kerl ist wie ein Phantom. Ihr Chef scheint eine Menge Leerlauf zu haben, wenn er sich leisten kann, während der Dienstzeit Cello zu spielen. Vor allem angesichts der Ereignisse von letzter Nacht. Ich möchte ihn sprechen. Ach, hören Sie doch auf! Das kann man überhaupt keinem Menschen erklären! Ich bin einzig und allein dem Gerichtspräsidenten Rechenschaft schuldig. Sie und La Brea haben diese verhängnisvolle Lockvogelentscheidung getroffen. Wie Sie gewilligt haben. Sie haben einen erneuten Mord zu verantworten, Couperin. Der Polizeipräfekt gibt Ihnen doch genau 24 Stunden, um den Fall zu klären. Na endlich, wurde aber auch Zeit. Na, Brea, sind Sie sich eigentlich der Tragweite der Ereignisse von heute Nacht bewusst? Ich übernehme die volle Verantwortung. Davon gehe ich aus. Ein erneuter Mord direkt vor den Augen der Polizei. Sie sind ein Stümper, ein Dilettant. Der Fall ist einfach eine Nummer zu groß für Sie.
ganze Lockvogelaktion ist ein einziger Reinfall. Das konnte doch vorher niemand wissen. Es war eine Möglichkeit. Halten Sie mich eigentlich für blöde, meine Herren? Ich habe Ihr Spiel längst durchschaut, womit Sie mir Ihre idiotische Idee verkauft haben. Heuchelei ist die Tugend des Feiglings, aber ja. Voltaire. Heuchelei. Ich muss doch sehr bitten, Monsieur. Mit Ihren Sprüchen, da kommen wir auch nicht weiter. Das ist wenig hilfreich. Ja, dann lassen Sie sich irgendwas einfallen, aber ja. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Sie haben noch eine Chance, La Brea, eine einzige. Wenn Sie bis morgen keine konkrete Spur haben, werden Sie von den Ermittlungen entbunden. Haben wir uns verstanden, La Brea? Thibault. Ah, Monsieur le Ministre. Ja, natürlich, selbstverständlich. Bis morgen um 5. Die Einzelheiten, La Brea. Irgendwas Neues? Dachte ich mir doch. Salut, Claudine. Wie geht's dir? Nicht so gut, Chef. Aber es wird schon werden. Habt ihr ihn gefasst? Nein. Leider nicht. Schönes Hemd. Neu. Bist du in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Wenn du zu schwach bist, dann kommen wir morgen wieder. Nein, das ist schon okay. Gut. Also, wie sah der Kerl aus? Er war mittelgroß. Schlank. Blond. Am Hals hatte er Spuren von Rashida. Es waren 4 Striemen, daran habe ich ihn erkannt. Er trug Gummihandschuhe. Und das Messer, das war ein Stilett. Mit einem schwarzen Griff. Konntest du sein Gesicht erkennen? Glatt rasiert. Und die Augen? Die waren eiskalt. Claudine. Stechend kalte Augen. Augen, die man nie vergisst. Als wenn sie die Nacht durchschneiden würden. Ja? Ja, es war ja nicht anders zu erwarten. Und was ist mit dem Autoschlüssel? Mensch, dranbleiben. Und? Auf dem Bett lag eine jede Menge DNS-Spuren. Das bringt doch nichts. Und mit dem Autoschlüssel sind sie auch noch nicht weiter. Scheiße. Wäsche. Wäsche, Jean-Marc. Wäsche? Ja. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie die 4 Opfer mit dem Täter zusammenhängen. Und es ist so einfach, dass wir es dauernd übersehen haben. Marie Usman war Toilettenfrau. Annabelle Villaron hat Medizin studiert und im Krankenhaus gearbeitet. Rashida Dembele im Bistro. Und Suzanne Forestier war für die Hotelwäsche zuständig. Was haben alle Jobs gemeinsam? Da wird überall ständig Wäsche gebraucht. Genau. Der Mörder muss Schmutzwäsche abgeholt haben und frische Wäsche angeliefert haben. Und so muss es gewesen sein. So hat er seine Opfer gefunden. Sie ausspionieren, dann herausgefunden, wo sie wohnen und wann sie arbeiten. Er hat sich nur Frauen ausgesucht, die an der Bastille wohnen. Ich rufe jetzt sofort im Hotel und im Bistro Oriental an und überprüfe, mit welchem Wäschereiservice die gearbeitet haben. Du übernimmst die Uniklinik und die Toiletten im Gare du Nord. Hallo, Jenny. Guten Tag, Madame. Du kannst ruhig Celine zu mir sagen. Hast du schon Schluss? Heute kein Fußballtraining? Woher wissen Sie, dass ich Fußball spiele? Hat Monsieur Hugo mir erzählt. Er hat mir auch erzählt, dass dein Vater damit gar nicht so richtig einverstanden ist. Warte mal, ich komme runter. Was hältst du davon,
wenn ich dich am Wochenende zu einem Heimspiel von Paris Saint-Germain einlade. Die spielen gegen den Spitzenkandidaten der Liga. Olympique de Lyon. Sie interessieren sich für Fußball? Ja. Als Kind und Jugendlicher habe ich viel gespielt. Nicht so profimäßig im Verein wie du, aber mit meinen 5 Brüdern habe ich immer gebolzt. Die braucht eine Dumme, die im Tor steht, weißt du? Also was ist? Soll ich Karten holen und deinen Vater überzeugen, dass er mitkommt? Das macht er sowieso nicht. Warte mal ab. Tschüss. Kriminell. Welche Ihrer Fahrer hat die 3 Kunden beliefert? Da muss ich auf den Plan nachsehen. Also die Klinik der Universität, Toiletten Gardinon und was war das andere nochmal? Bistro Oriental. Bistro Oriental, das ist immer der gleiche Fahrer, Victor Segur. Victor Segur? Der beliefert auch noch andere. Wo ist er jetzt? Im Moment. Unterwegs. Da muss ich mal nachfragen. Ja. Marie-France. Hey, ja. Wenn du willst. Sag mal, ist Victor Segur heute für eine Tour eingeteilt worden? Ach so. Ah, er hat sich krank gemeldet. Okay, vielen Dank. Sie haben es gehört, meine Herren, er ist heute nicht gekommen. Das kenne ich nicht von ihm. Er ist sonst immer pünktlich und zuverlässig. Seine Adresse, Monsieur. Die Adresse? Die habe ich sicher drin. Monsieur, kleinen Moment, bitte. Ganz ruhig bleiben. Also, seine Adresse habe ich gleich. Hey, so nicht. Hier, da wohnt er. C'était pas Schab Nummer 3. Gleich hinter der Bastille. Viel Glück. Diesen Metzger. Pierre Menouche. Er hatte so ein Muttermal auf der Wange. Natürlich. Sein Geschäft war doch gleich da. Ich habe zwar nie dort gekauft, aber das ganze Viertel sprach über ihn. Genau. Das habe ich dem Kommissar auch gesagt. Er meinte, das sei ein sehr wichtiger Hinweis. Seine Leute suchen ihn jetzt per Haftbefehl. Ich sage Ihnen, das ist er. Glauben Sie? Natürlich. Mir macht keiner so leicht was vor. Wo ist Monsieur Segur? Da, gleich da oben. Bleiben Sie drin. Alle. Labrea? Lassen Sie mal sehen. Da hinten rechts. Verdammt! Ja, Monsieur Couperin? Die Wohnung ist leer. Ja, komplett ausgeräumt. Ja, ich habe verstanden. Das ist meine Tochter. Jenny? Jenny? Hallo? Wer ist in Ordnung, Chef? Wie kommen Sie an das Telefon meiner Tochter? Das war er. Hören Sie, ich... Er ist in unserer Wohnung. Und er hat Jenny.
Wann haben Sie Jenny zuletzt gesehen? Nach der Schule, was ist denn? Der Killer hat sie in seiner Gewalt. Oh Gott. Erstmal in seiner Wohnung. Haben Sie jemand Fremdes gesehen? Nein, ich war einkaufen zwischendurch. Okay, bleiben Sie hier drin. Jetzt! Ist auf Repeat gestellt. Das Stück wäre endlos wiederholt worden. Das ist er! Ja. Das ist jetzt aber dumm, was? Niemand da? Aber hab keine Angst. Deine Tochter ist bei mir in guten Händen. Obelix! Obelix! Hm? Wo ist Jenny? Wo ist Jenny? Jenny beim Concierge. Dann hat der Typ uns die ganze Zeit beobachtet. Ja, aber er weiß nicht, dass wir wissen, wo er ist. Deswegen rücken wir jetzt ab und tun so, als verschwinden wir. Ja? Und du hast es ganz fein gemacht, Obelix, ganz fein. So. Schön hier bleiben. Ja. Bleib. Los. Monsieur Couperin, Zielperson ist nicht anwesend. Ja, wir brechen Aktion ab. Wir fahren ins Präsidium. Bis gleich. Im Visier. Eins in Position. Zwei in Position, melden uns, wenn bereit. Wir sind in meiner Wohnung. Nichts erkennen. Da ist er wieder. Ja. Immer noch keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss schon sagen, du enttäuscht mich. Ich hätte dich für schlauer gehalten. Nun, ich bin halt besser als du. Und besser als dieser blöde Jean Martinez. Und bald werden das alle wissen. Warum hast du deine Nase in meine Angelegenheiten stecken müssen? Jetzt siehst du, was du davon hast. Du hast Angst. Um deine Tochter. Da. Gut. Die Zeit ist um. Du hast deine Chance gehabt. Jenny ist nicht in seiner Nähe. Sie muss irgendwo im Zimmer sein. Sichtkontakt. Wie lautet der Befehl? Zugriff! Zugriff! Jenny!
Jenny? Jenny? Oh Gott. Jenny! Papa? Was ist los? Wo bin ich? Hat er dir was getan? Ich weiß nicht. Nur der Kopf brummt ein bisschen. Was ist denn passiert? Es hat geklingelt. Ich habe aufgemacht. Die Tür ist mir gegen den Kopf gekracht. Ab da weiß ich nichts mehr. Ist alles gut, mein Schatz. Alles gut. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Was wollte der Kerl? Ich habe doch gar kein Geld. Nichts. Ja, und was ist mit diesem Frauenmörder? Haben Sie den schon? Diesen Metzger? Ja, den. Mit dem Muttermal. Chef, wir müssen sofort ins Präsidium Bericht anfertigen. Herr Stünger ist mir sofort eine Aussage, weil der Typ tot ist. Der kann mich mal. Der bekommt den Bericht, wenn er fertig ist. Hier. Kümmere mich erstmal um meine Tochter. Danke. Ich hatte ganz schöne Angst um dich. Na, wie geht's dir, mein Schatz? Ist nicht schlimm. Aber jetzt habe ich aber Hunger, Papa. Ich bin überhaupt nicht zum Einkaufen gekommen. Wie wär's, wenn ich uns erstmal was zu essen machen würde? Eier, Milch und Mehl habe ich noch. Gute Idee. Das habe ich mir gedacht. Wochenende zu einem Heimspiel von Paris Saint-Germain. Und Sie gehen mit. Ach, du liebe Güte. Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Mhm. Doch, du kommst mit. Mhm. Als Entschädigung dafür, dass Sie den Kerl nicht früher geschnappt haben. Als Entschädigung dafür. Also, jetzt kriegst du auch noch Schützenhilfe. Ich wollte eigentlich, dass du zum Ballettunterricht gehst. Seien wir doch mal ehrlich, du magst Ballett gar nicht. Na gut, aber nur dieses eine Mal. Ja. Und was ist mit dir? Du denkst wieder nur ans Essen, ne? Das ist so typisch. Hier, weil du so brav mitgearbeitet hast. Nein, da warten wir noch, ne? Darfst du das schon essen? Für den Muskelaufbau. Ja. Jetzt doch reihweise trinken.